Ja, hi, liebe Frittenfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Mayo-Tube. Ich bin Kadi von der Spielfritte, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und heute geht's um Time Stories, und zwar um das Hadal-Projekt, die erste Auskopplung des blauen Zyklus, also quasi der neuen Spiele mit neuen Mechanismen in altem, aber irgendwie auch neuem Gewand von Time Stories. Ich mache das Ganze hier spoilerfrei, möchte euch kurz die Unterschiede aufzeigen zu dem, wie Time Stories früher war, und will natürlich auch verraten, wie mir das Hadal-Projekt gefallen hat. Und ich möchte auch noch einen Blick auf Time Stories Experience werfen. Das ist quasi eine Legacy-Schachtel, die es ermöglicht, Charaktere zu leveln. Was ich davon halte, möchte ich euch auch noch mitteilen. Aber zuerst einmal fangen wir hier an bei dem Grundspiel. Für alle, die Time Stories nicht kennen, grundsätzlich ist Time Stories ein kooperatives Spiel, in dem wir gemeinsam eine Geschichte aufdecken und ein Problem lösen müssen. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Time Agency hat ein Verfahren entwickelt, wie wir als Personen durch die Zeit geschleudert werden können, um dann in einem Wirt wieder aufzuwachen quasi, und den können wir dann steuern. Das Ganze ist noch nicht so ausgereift, und deswegen hatten wir früher im weißen Zyklus von Time Stories immer nur eine gewisse Zahl an Zeiteinheiten, die wir ausgeben konnten, um Aktionen zu tätigen. Wir konnten uns also an verschiedenen Orten umsehen. Wir mussten Proben machen. Das konnten allerlei Proben sein, von Kampf über Geschicklichkeit, über Verhandeln, über Reden, alles möglich. Das war auch ganz unterschiedlich, abhängig vom jeweiligen Szenario. Und wenn die Zeit dann abgelaufen war, sind wir wieder zurückgeschleudert worden in die Agency. Dort hat Bob auf uns gewartet und uns den Arsch versohlt, weil wir nicht schnell genug waren. Und dann ging es wieder von vorne los. Wir haben alles verloren, was wir gefunden haben, bis auf das, was wir wissen. Das dürfen wir mal mitnehmen. Und dann beginnt ein neuer Durchlauf. Und das macht man so lange, bis man herausgefunden hat, was das Problem in dieser Story ist und wie man es löst. Das hier ist jetzt der blaue Zyklus, und der unterscheidet sich schon mal ganz besonders im Spielmaterial von dem weißen Zyklus, denn es gibt gar kein Spielbrett mehr. Im weißen Zyklus gab es ein Spielbrett, dort waren die Zeiteinheiten aufgezeichnet, die man mit einem Marker abgetragen hat, und man hat die einzelnen Karten, die einen Ort dargestellt haben, ausgelegt. Hier gibt es gar kein Spielbrett mehr, hier gibt es nur Karten. Das hier sind die vier Personen, die wir im Hadal-Projekt spielen können. Jeder, der mitspielt, sucht sich also auch eine Person aus. Auf diesem Tableau sieht man unterschiedliche Marker, und dieses Zeichen hier unten weist darauf hin, dass man dieses Tableau nicht umdrehen darf. Denn zu bestimmten Zeitpunkten im Spiel wird man aufgefordert, A, B, C oder andere Buchstaben aus dem Tableau herauszulösen. Und erst dann erfährt man, worum es sich handelt. Diese blauen Kristalle, die ihr hier seht, sind eine ganz besondere Neuerung an Time Stories, denn es gibt jetzt keine Durchläufe mehr, in denen wir Zeiteinheiten ausgeben, sondern es gibt Azrak-Kristalle. Die sind quasi so eine Art Droge, und immer wenn wir Aktionen machen möchten, dann müssen wir diese Kristalle ausgeben. Ja, wenn wir keine mehr haben, dann müssen wir ein Update durchführen, damit wir wieder alle verfügbaren Azrak-Kristalle an alle verteilen können. Ja, und apropos Aktionen, das hier sind die Ortskarten, die wir genauso wie im weißen Zyklus eine nach dem anderen erkunden können. Und hier passieren die unterschiedlichsten Dinge, und ich kann schon mal vorwegnehmen, da war eine Sache bei, die fand ich sehr, sehr geil. Ja, die hat mir sehr gut gefallen. Ja, und hier haben wir die Objektkarten, die kennt ihr auch aus dem weißen Zyklus, wenn ihr den gespielt habt, da hat sich nicht viel getan. Hier sehen wir eine Neuerung, nämlich die persönlichen Karten, denn jeder Charakter hat hier solche Karten, und das ist nicht nur die persönliche Ausrüstung, die er so mit dabei hat, sondern es gibt auch Interaktionskarten, denn wenn ein Charakter, zum Beispiel der Antonio, an einem bestimmten Ort ist und dort eine bestimmte Aktion durchführen kann, wird er dazu aufgefordert, diese Interaktionskarte zu lesen, die eine bestimmte Nummer hat. Und der Antonio erlebt was anderes dabei, als wenn zum Beispiel Jabari dorthin geschickt worden wäre. Und so unterscheiden sich tatsächlich an gewissen Punkten in der Geschichte auch die Erlebnisse, die die Spielercharaktere, diese vier, hier erleben, voneinander. Das finde ich sehr spannend, und das ist auch was Neues, denn das gab es so vorher nicht. Das finde ich auf jeden Fall ein sehr cooles, neues Detail. Das gefällt mir, dass man wirklich überlegen muss, wen schickt man wohin, weil das jetzt mal wirklich Konsequenzen haben kann. Und man ist auch sehr neugierig. Ich wollte auf jeden Fall immer wissen, was in meinen Interaktionskarten steht. Von daher geht man vielleicht auch mal einen Schritt weiter, als man es eigentlich tun würde.
So, wenn wir uns jetzt hier mal zum Beispiel einen Ort angucken. Keine Sorge, das ist noch nicht gespoilert. Die Ortskarten werden einfach nebeneinander ausgelegt und ergeben ein Panorama, das wir erkunden können. Und jetzt ist es so, dadurch, dass wir eben keine Spielermarker mehr haben, nimmt sich einfach jeder eine von diesen Karten, es gibt noch mehr, aber ich habe jetzt keinen Platz mehr, nimmt sich jeder eine von diesen Karten und liest sich die Karte durch und danach wird telepathisch an die anderen übermittelt, was sich hinter dieser Karte an Informationen befindet. Wenn ich dann diese Aktion durchgeführt habe, dann kann ich noch weitere Aktionen machen, wenn ich es möchte und Azrak dafür ausgeben möchte. Hier im Grundspiel ist es so, dass die Charaktere alle 8 Azrak haben. Das ist nicht sonderlich viel, denn wenn ich zum Beispiel einen weiteren Ort erkunden möchte, dann kostet das einen Azrak. Wenn ich eine Probe machen muss, kostet das einen Azrak. Und so geht der ganze Vorrat langsam aber sicher flöten. Und ich sollte zusehen, dass ich immer mindestens einen Azrak habe, weil es sonst ganz einfach so sein kann, dass ich die Verbindung zu meinem Wirt verliere und dass ich quasi erstmal in der nächsten Update-Phase wieder rangeholt werden muss. Und das kann kritisch werden, sollte es nämlich mal so sein, dass alle Charaktere gleichzeitig die Verbindung zu ihrem Wirt verlieren. Dann geschieht das, was wir aus dem weißen Zyklus als Durchlauf kennen. Wir müssen nämlich wieder von vorne anfangen. Und das ist das, was mich bei Time Stories immer ein bisschen genervt hat. Ich bin ein ganz, ganz großer Time Stories Fan, aber nichtsdestotrotz ist spätestens nach dem dritten Durchlauf im Schnitt irgendwie geschummelt worden. Das heißt, man hat, keine Ahnung, vielleicht hat man nochmal gewürfelt, weil der Würfel auf Kippe lag. Oder man hat vergessen, Zeiteinheiten, also ganz aus Versehen natürlich, Zeiteinheiten abzutragen, damit man es vielleicht doch noch so eben schafft. Denn es ist ganz schön müßig, immer wieder von vorne anzufangen. Und ich glaube, das war auch einer der Kritikpunkte, den Time Story so ereilt hat. Und das hier ist jetzt alles ein bisschen schlanker. Die Spielzeit ist auch viel, viel schlanker. Wir haben hier dran jetzt etwas über 4 Stunden gespielt. Normalerweise sitzen wir locker 7-8 Stunden an einem Time Story Spiel und genießen das eigentlich auch. Aber ich muss sagen, das finde ich wirklich sehr, sehr angenehm zu spielen. Das ist auch für Nicht-Kenner wirklich ein gutes Spiel, um Einstieg zu bekommen. Man kann die einzelnen Spiele durcheinander spielen, wenn man das möchte. Das ist jetzt Nummer 1. Es gibt auch noch Damien. Midsommernacht kommt jetzt noch. Und ja, man kann die einzelnen Spiele hier aus dem blauen Zyklus in der Reihenfolge spielen, die man selbst bestimmt. Das heißt, es ist eigentlich total egal, ob ich erst das Hadal-Projekt und später dann vielleicht die folgenden spiele oder ob ich das Ganze umdrehe. Ich kann also jederzeit anfangen, meiner Lust nach Time Stories zu frönen. Ja, und was ist dieses Experience? Ich würde sagen, Experience ist ein Legacy-Modul, das man dazu spielen kann. Hier seht ihr 4 Charaktertableaus und das sind auch die Menschen bzw. Wesen, die wir aus dem Time Stories Roman kennen. Also jeder von euch, der den gelesen hat, wird auch diese Namen hier kennen. Vom Prinzip her ist es so, jeder Spieler sucht sich einen von diesen Charakteren aus und spielt die dann auch weiter und kann diese Charaktere aufleveln. Auf dem Charaktertableau ist immer Platz für die persönliche Ausrüstung und es gibt noch bestimmte Karten. Also die Interaktionskarten werden zum Beispiel auch dorthin gelegt. Und die Charaktere haben unterschiedliche Rollen, das heißt, sie können unterschiedliche Dinge gut. Zum Beispiel ist jemand vielleicht eher ein Anführer, der andere kann gut zaubern. Und so gibt es eben Spezialitäten für jeden dieser Charaktere. Ja, was macht das Ganze dann? Hier gibt es noch grüne, gelbe, rote und schwarze Karten. Und diese Karten bekommt man abhängig davon, wie dieses Rad eingestellt ist. Und das wiederum hängt davon ab, wie es so lief in der Geschichte. Hier gibt es jede Menge Karten, die die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere enthalten. Die sind in unterschiedlichen Stufen quasi. Und ich kann dann abhängig davon, wie viele Punkte man freigespielt hat, was auch wiederum davon abhängt, wie gut man sich angestellt hat in einer Mission, kann ich hier bestimmte Fähigkeitszweige freischalten und kann da weitere Fertigkeiten lernen. Kann nie alle mitnehmen. Es ist auch nicht so, dass jeder besonders gut ausgerüstet sein könnte. Das muss man eben abwägen, wie die Gruppe sich dann aufstellen möchte. Aber ich kann eine Spezialfähigkeit erlernen und ich kann sie dann vielleicht auch mit in eine Mission nehmen, die als nächstes ansteht. Jedes Gute hat natürlich auch irgendwas Schlechtes. Deswegen gibt es hier diese Karten. Und die Charaktere erleiden Traumata. Und dadurch passieren natürlich auch schlechte Sachen, die einschränken können, die bestimmte Dinge innerhalb einer Mission irgendwie verändern können, ausbremsen. Es gibt also 2 Seiten dieser Medaille. Ich kann zwar Charaktere leveln,
die kriegen Fertigkeiten und die kann ich dann wiederum natürlich in der nächsten Mission gebrauchen. Auf der anderen Seite sind da diese Traumata und diese Karten und die wiederum haben negativen Einfluss auf das, was da kommt. Das kann, wie gesagt, ganz unterschiedlich sein. Und ich muss sagen, mir ist das zu viel Trara. Man macht vorher ein bisschen was, dann spielt man, danach wird gelevelt, man muss die Traumakarten ziehen, man muss dieses Rad einstellen, dann muss man hier Karten aussuchen, dann muss man Punkte vergeben und das fühlt sich so rausgerissen an, finde ich. Ich für meinen Teil muss sagen, ich glaube, Experience wird bei uns eher nach Hausregeln benutzt zukünftig. Die Idee finde ich ganz gut. Ich finde es vom Handling her ein bisschen doof. Es ist jetzt nicht super aufwendig, aber mir ist das zu viel Hackmeck irgendwie. Denn ich werde keine persönliche Beziehung zu Tess oder... oder wem auch immer aufbauen. Außerdem wird es wahrscheinlich so sein, dass dadurch, dass die Mission unabhängig voneinander gut gespielt werden können und in keiner festen Reihenfolge sind, auch unterschiedliche Menschen mit mir dieses Spiel spielen werden. Und dann finde ich es schwierig, jemandem einen gelevelten Charakter vorzusetzen, der vielleicht noch gar keine Erfahrung mit Time Stories hat. Ist nice to have, aber das braucht man wirklich nicht. Zusammengefasst lässt sich Folgendes sagen. Die neuen Time Stories finde ich super. Mir hat das besser gefallen tatsächlich als die alten, weil ich das sehr mag, dass man mit seinem Azrak-Vorrat ein bisschen haushalten muss und vorsichtig sein muss. Beim alten gibt es natürlich auch Dinge, die mir gut gefallen haben. Ich mochte das mit dem Spielbrett tatsächlich, weil da alles schön geordnet ist. Hier muss man so ein bisschen seine eigene Ordnung finden. Ansonsten hat sich dabei überhaupt nicht viel geändert, außer dass man eben dieses mühselige Durchlauf von vorne und wieder und Zeiteinheiten sind weg und hast du nicht gesehen, dass es das nicht mehr geht. Und das finde ich super. Von daher kann ich nur sagen, Daumen hoch für den blauen Zyklus von Time Stories. Ich freue mich auf die nächsten Missionen, die auf uns warten und bin sehr gespannt, welche neuen Ideen da noch drinstecken. Das heißt, wenn ihr die alten Time Stories gerne gespielt habt, dann würde ich sagen, probiert euch doch mal hier am blauen Zyklus aus. Der ist ein bisschen schlanker. Ich fand auch das Hadar-Projekt nicht so komplex wie die Missionen aus dem weißen Zyklus. Das sieht man meiner Meinung nach auch an der Spielzeit. Das kann man in 4, vielleicht 5 Stunden echt gut durchzocken und mir hat es wirklich gut gefallen. Auf der anderen Seite gibt es dann hier von Time Stories Revolution Experience. Das, finde ich, ist tatsächlich überflüssig. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, daher bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, dass es euch gut geht und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns gern einen Daumen nach oben da, abonniert uns und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir verlinken jetzt gleich hier in der Endcard noch ein paar Infos und Playlists und was weiß ich nicht alles, damit euch nie langweilig wird. Und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und tschüss!